Und damit herzlich willkommen zurück bei OMSI auf der Katerbach Ginzau im Bus Mercedes Citaro O350 LEU. Dies ist eine LEU-Version mit Außenschwenktüren. Jetzt kommen die Akzente durcheinander. Huch. Jetzt bitte wieder Hochdeutsch, Schrägstrich, Hamburg-Akzent. Bitte, ist normal. Viel angenehmer. Nicht, dass der Bayer komisch klingt, aber es ist halt doch einmal ein bisschen so, dass der Bayer und der Österreicher ein bisschen komisch klingt. Entschuldigung, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich lasse es einfach so. Damit greife ich jetzt einfach niemanden an. Übrigens, das ist ein Citaro LEU. Das ist ganz cool. Ich würde mir auch Citaro 2 LEU wünschen. So ein. Zwei habe ich übrigens heute Morgen gesehen, falls es irgendjemanden interessiert. Falls es wirklich irgendjemanden interessiert. An der Kreuzung direkt zwei Citaro 2 LEUs nebeneinander. Und LEU klingt ein bisschen wie Aleut, finde ich. Egal, hat gewisse phonetische Similaritäten, das war das Wort, was ich gesucht habe. Schmeiß mit Fremdwörtern um mich. Stell dir das eigentlich mal wörtlich vor, mit Fremdwörtern um dich zu schmeißen. Oder generell mit Begriffen um dich zu schmeißen. Ist ganz witzig. Oh. Hui. Bahnübergang. Oh, so schnell fahren darf ich gar nicht. Haltewunsch, da haben wir Haltewunsch, Halde. Ha. Huch, ist jetzt OMSI. Wenn OMSI jetzt aufgehangen hat, ist mal wieder nur dieses alte OMSI-Ding. Ja, sich OMSI denkt, ich brauche mal eine Pause, Digga, und dann mal eine Pause, Digga, macht. So geht's rechts. Übrigens, Digga, mach mal Pause, sowas ähnliches denkt sich dieses Spiegeleischild. Das sagt, Digga, du hast Vorfahrt. Ja, Mann. Das hier ist eigentlich ganz cool. Schön eng mal. Das ist auch mal interessant. Das da ist allerdings eher komisch, dass dieses Haus irgendwie halb im Boden steht. Beziehungsweise der Balkon so halb aus dem Boden steht. Habe ich so noch nicht gesehen in dieser Form. Schlagkirchen Bahnhof. Wow. Hier hält der Wanderbus, glaube ich, auch. Und fängt der Wanderbus an, wenn man hier von einer anderen Richtung fährt. Meine ich. Und den Ski-Express, den werden wir auch noch fahren. Den werden wir auch noch fahren. Mit Lust hier. Ja, so. Sagt der Franz. Und nicht erst 30 nur. Oh ja, jetzt hier. Oh, das wird lustig. Wunderland. Kennt jemand das Miniatur Wunderland? Natürlich. Bestimmt kennt das irgendjemand. Das ist geil. Oder kurz Mivola. Da gibt es jetzt, ja, Spanien und Italien, glaube ich. Und ich muss mir das mal angucken. Ich war noch nicht da. Ich will. Ist ja eigentlich. Hier ist doch mittlerweile bestimmt 40 oder so. Gibt es eigentlich überhaupt 40 irgendwo als Höchstgeschwindigkeit zugelassen? Keine Ahnung. Stehen so tief da alle. Ja, aussteigen. Nein. Guten Tag. Tür hätte ich sowieso noch aufgemacht. Ich wollte die Tür nicht aufmachen. Ich wollte eigentlich das. Ach ne, ist doch reingekommen. So, dann ist, hat sich das ja. Ja, das ist ja dann sozusagen Schwumpe. Ich glaube, Schwumpe ist so. Es klingt jedenfalls cool. Ich glaube, es ist mitteldeutsch. Ja, hier war noch 30. Ist überall 30er-Zone, ey. Schwumpe ist so mitteldeutsch. Ich finde, es klingt geil. Ich finde es
Ich finde diesen Klang Schwumpe so toll, dass ich es in meinen eigenen Wortschatz aufgenommen habe. Ich finde einfach diesen Klang Schwumpe. Das ist mir Schwumpe. Ich finde, das klingt lustig. Aber irgendwie cool. So, dass ich es in meinen Wortschatz aufgenommen habe. Kann man mal machen, oder? Ich hoffe es doch. Hier übrigens fahren auch Züge. Ich habe schon einen gesehen. Und die Strommasten schweben in der Luft. Nicht so schön. Wow. Sie bestimmt gerade jemand beschwert. Aber ich höre es nicht, weil ich keinen Ton habe. Ha! Ob ich mich jetzt darüber freuen soll oder nicht. Das ist egal. Da ist eine Haltestelle. Ach, guck mal, hier sind Haltestelle und Bahnhof direkt in einem sozusagen. Ist irgendwie cool. So ist ja nur Wurmsdorf ja auch. Also ein Busbahnhof sozusagen und Bahnhof in einem. Ja. Gut, die Fahrt geht jetzt noch so ein bisschen. Wie heißt das Dorf hier eigentlich? Moment, das ist jetzt 54. Das heißt, es könnte Seidwiesen Lokalbahn gewesen sein. Ne, ist 54. Könnte es noch gewesen sein? Herberg? Mein Name ist Herberg. Nennen Sie mich doch ruhig Herberg, Frau Berg. Andrea Berg? Nein, Herberg. Entschuldigung. Manchmal übernimmt es Hand. Es nimmt Überhand. So. So rum. Merkt man eigentlich, dass ich schon länger keine Videos mehr gemacht habe? Bestimmt. Nämlich ein wenig. Aber nur ein wenig. Neben der Spur. Es wird ja gleich lustig, weil ich gleich plane, noch mehr zu fahren. Und zwar einmal mit dem Ski-Express. Mit dem Ski-Expresserl. Der aber nur im Winter fährt. Einmal fahre ich mit dem O405 und dann mit dem S315 Allison. Und dieser Allison klingt so unglaublich geil. Ich muss den zeigen. Das ist ein Mod von Morphe. Und Morphe ist wirklich... Es hat einen Namen in der OMSI-Community. Morphe sollte eigentlich jeder kennen. Morphe ist Morphe. Man kann das eigentlich nicht anders sagen. Hüpp. So, ganz vorsichtig. Ich hoffe, es war ganz vorsichtig. Und ich rücke schon wieder zu nah ans Mikrofon. Vielleicht so, ja, so müsste es eigentlich gehen. Wenn ich mich so dicht ans Mikrofon gehe, werde ich ziemlich laut. Und wenn ich so weit weg bin, dann hört man mich kaum. So, das ist jetzt Seidwiesen Lokalbahn. Dann Seidwiesen? Hä? Ach doch, da. Seidwiesen Lokalbahn. Die wollte kein Ticket. Gut. So. Muss ich gerade mal die Lage abchecken. Jetzt soll es ungefähr 15 Uhr sein. Fahre ich noch zwei Haltestellen. Dann geht's auch schon nach Beiersberg rein. Ja, bis Seidwiesen Ortsmitte müsste ich fahren. Oder vielleicht noch ein bisschen weiter. Moment. Dann fahre ich jetzt bis zum Beiersberger Stadion. Und von da aus dann den Rest. Jawohl, das klingt nach einem Plan. So. Da kommt ein T1. Das ist kein VW T1, sondern ein Mercedes T1. Gab es auch. Gab auch einen T2, aber es gab kein Mercedes T3. In der T3 von VW ist übrigens ein verdammt tolles Auto.
Besonders wenn er zwei Schiebetüren hat und den 95 PS Wasserboxer, nicht Wachserbocker. Oder Wachserbosser. LT ist übrigens auch schön. Ist ganz fresh und nice sozusagen. Um mal in der pabluischen Ausdrückungsweise zu sagen. So, ich gehe mal davon aus, dass ich gerade ausfahren muss. Oh, vielleicht sollte ich auch Tickets verkaufen. Eine normale Fahrkarte. Ja, und nicht im Fahren. Oh, ich habe ganz vergessen, dass ich Tickets vielleicht auch verkaufen sollte. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Vielleicht habe ich ja drauf geneunt. Entschuldigung. Ich lasse es. So, seit Gießen. Kommt als nächstes doch Beiersberg. Es ist Beiersberg. Ich glaube, ich habe schon wieder vergessen. Es heißt Beiersberg. Ich weiß auch nicht, ob man das hier so als richtige, typische Überlandlinie kennzeichnen könnte, weil es eben doch so viel, so dicht beieinander ist und so teilweise echt städtisch. So, hier ist das Beiersberger Stadion vom USV Beiersberg. Was steht da? Mittelbayerische Kraft für unsere Liga. Das könnte auch der Spruch eines Heimatschutzvereins sein. Übrigens, dieses ganze Naturschutzding, Naturschutzgebiet, wurde ursprünglich als Heimatschutz in der NS-Zeit erfunden. Erfunden in Anführungsstrichen natürlich. Oder ins Leben gerufen. Sagen wir ins Leben gerufen. So einsteigen wollte sich niemand. Jetzt muss ich mich auch nicht um Ticketverkauf kümmern. Das wird aber definitiv in der nächsten Folge nochmal passieren, wenn wir uns wiedersehen. Hoffentlich. Bis dann. Ciao.